Hallo und herzlich willkommen. In diesem Video erfährst du, wie du für Fallout 4 EnBs installierst und wie du generell mit dem Modding für Fallout 4 auf dem PC beginnst. Zunächst gehst du hier auf die Seite enbdev.com und lädst dir den EnB für dein passendes Spiel runter, in dem Fall Fallout 4. Dafür gehst du hier oben auf Download, hier neben auf die kleine Rubrik ist das dann, also entweder hier oder da oben. Scrollst runter und dann siehst du hier die verschiedenen Spiele. Dann gehen wir hier auf Fallout 4. Dann sehen wir hier die Versionen, die verfügbar sind. In dem Fall wählen wir dann hier Version 0.3.11 aus. Also 0.311. Klicken dann hier auf Download. Wenn wir es getan haben, dann solltet ihr später... Wir machen das gerade nochmal. Habt ihr hier... Runter habt ihr hier EnB Series Fallout 4. Den entpackt ihr dann. Dann habt ihr hier so einen Ordner, einmal mit EnB Series SDK und die Wrapper Version. Als nächstes geht ihr einfach in euren Fallout 4 Ordner. Den findet ihr in eurem Steam-Verzeichnis oder bei mir, da ich ihn auf einer anderen Festplatte installiert habe. Steam Library, Steam Apps, Common, dann ist hier der Fallout 4 Ordner. Als nächstes geht ihr hier in dem heruntergeladenen ENB, die Wrapper Version, markiert das und zieht das einfach alles hier rein. Sollten da Fragen kommen, ob Dateien ersetzt werden sollen, könnt ihr sorglos auf Ja gehen, das sollte alles so funktionieren. Als nächstes könnt ihr entweder ein ENB manuell installieren oder mittlerweile bietet sich auch über Nexus die Möglichkeit, hier den Nexus Mod Manager zu installieren. In diesem Tutorial zeige ich euch deswegen nur, wie ihr über den Mod Manager ein ENB installiert. Dazu starten wir den Nexus erstmal. Ja. Dann sind wir auch schon hier, Nexus Mod Manager für Fallout 4 drin. Seht ihr hier zwei Rubriken, einmal Plugins und einmal Mods. Oh, erst noch zeigen, wo ihr den herbekommt. Ihr geht hier auf die Seite Nexus Mods. Wäre jetzt das hier, sind wir hier direkt. Dann steht hier oben Install NMM. Das ist Nexus Mod Manager. Und dann könnt ihr hier entweder für welches Betriebssystem ihr halt nutzt, könnt ihr dann hier einfach downloaden. Installiert ihr dann, dann könnt ihr euch ein ENB, also hier oben ist dann so ein Suchfeld, ihr solltet euch schon noch einen Account machen, weil ohne Account könnt ihr nichts über den Mod Manager runterladen. Und dann sucht ihr euch ein ENB aus. In dem Fall habe ich hier genommen, das müsste hier bei ENB Presets den Olympus ENB ist dann dieser hier. Einmal hier drauf. Dann sehen wir hier, ist dann so eine kurze Beschreibung. Und hier sind dann die Dateien zum Runterladen. Geht ihr hier auf Download bis Manager. Und wenn ihr euch dann hier angemeldet habt, dann sollte das hier unten anfangen runterzuladen. Habt ihr es fertig runtergeladen, könnt ihr ganz einfach, also sollte hier bei ENB Presets der ENB erscheinen. Machen jetzt nochmal eine Installation. Gehe ich einfach hier auf Reinstall Mod. Bei euch wäre das dann die einmalige Installation. Da geht ihr einfach auf die Mod installieren. Gehen wir mal hier drauf. Dann werden wir gefragt. Olympus ENB Core Files. Könnt ihr hier auf Next gehen. Vanilla und Farhabe. Wer das normale Spiel hat, der wählt nur für das normale Spiel aus, und wer halt den Season Pass hat oder die dazugehörigen DLCs sich einzeln gekauft hat, der kann hier noch Farhabe mitbenutzen. Nehmen es aber mal nur Vanilla, könnt ihr hier einstellen Brightness, einmal hier Default, oder wenn man hier das sehr hell haben möchte, nehmen es einfach mal Level 1, weil ich finde, es sieht einfach besser aus, wenn das so ein etwas dunkler noch ist. Hier nochmal Brightness-Einstellung, also Helligkeit. Sehen wir das nochmal in so einer Landschaft.
auch eher das dunklere. Und dann sind hier, könnt ihr nochmal verschiedene, ja, optionale, sagen wir mal, Presets auswählen. So eine Art Filter, sage ich jetzt mal. Also sind keine Filter, aber kann man sich hier frei auswählen. Das ist vom Ersteller die Wahl. Dann gibt es hier zum Beispiel Amelie, Walking Dead, so etwas alt, verwaschen, Black Hawk Down, Donnie Darko, The Birds. Das sind anscheinend alles Filmnamen. Wir wählen mal Walking Dead einfach aus. Gehen auf Next. Können wir hier noch Depths of Field einstellen. Also es ist, sehen wir hier, wenn das Objekt im Vordergrund ist und hinten alles so etwas verwaschen und unscharf wirkt. Könnt ihr hier einstellen. Standard, Performance. Nehmen einfach mal. Hier das hier, das Advanced. Nehmen wir einfach mal. Klicken auf Next. Hier noch eine. Können wir hier noch, ja. Wir nehmen doch das hier. Das ist einfacher zu erklären, denke ich. Und dann können wir hier Bloom Shader auswählen. Hier. Also wir sehen hier im Wasser diese Spiegelung. Nehmen einfach mal das hier. Ihr könnt das natürlich individuell Lens Dirt, also der Bildschirm, ob da Dreck drauf sein soll, das wäre dann ganz hart oder hier halt so mittelmäßig, aber ich finde, das stört ein bisschen, deswegen nehme ich nichts. Dann geht ihr hier auf Auto Installer. Geht ihr auf Finish. So, und was ihr jetzt noch tun müsst, ihr geht, was gemacht habt, schließen. Geht ihr hier auf Dokumente, My Games, Fallout 4, ah, Mist, Entschuldigung, falscher Ordner. Geht hier auf H, da wo ihr das Spiel installiert habt, Fallout 4, Data, dann müsstet ihr jetzt hier einen Ordner haben, Olympus INB. Geht hier rein und führt einmal hier den Launcher, führt ihr einmal aus. Klickt ihr hier, klickt ihr nochmal auf Install. Dann steht hier Override, weil ich das vorher schon mal installiert hatte. Bei euch sollte das dann einmalig durchlaufen. Auf Ja gehen. Dann steht hier so Successfully Applied. Ja, und dann habt ihr euren INB installiert. Jetzt zeige ich euch gleich noch, wie der Ingame aussieht. Dazu sehen wir uns dann gleich Ingame. Bis gleich. So, jetzt sind wir in-game angekommen und ihr seht, euer Spiel sollte jetzt schon etwas verändert ausschauen. So ungefähr. Seht schon, das hat ein deutlich, ja, Walking Dead apokalyptischen Flair, wie ich finde. Und ja, ihr könnt jetzt ganz einfach, könnt ihr jetzt hier, können wir mal gucken. Also wie ihr seht, wir haben Red Rocket. Texturen sind halt ja, alle überarbeitet. Und wenn wir jetzt ranzoomen, sehen wir also nur, der Charakter ist scharf. Außenrum, das wirkt alles etwas unscharf. Gehen jetzt nochmal in die Ego-Perspektive. Und auch wenn ihr mit den Waffen jetzt hier Beispiel auf irgendwas drauf zielt, sollte das auch, ja, jetzt hier beim Dogmeat. Dann wird der Hintergrund halt etwas unscharf. Ja, ich hoffe, euch hat das Tutorial, wie ihr ein INB installiert, beziehungsweise wie ihr so ein bisschen anfangt mit Fallout 4 zu modden, gefallen. Ich hoffe, es konnte euch helfen und ja, würde mich freuen, wenn ihr mir einen Daumen nach oben da lasst. Mir natürlich, wenn ihr konstruktive Kritik habt, könnt ihr die natürlich gerne in die Kommentare schreiben. Und ansonsten würde ich sagen, ja, habt Spaß mit eurem Spiel und ja, bis zum nächsten Tutorial. Adios.